Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir haben hier jetzt Dusty mit uns und müssen übers Südtor mit ihm Richtung Sumpflager. Das ist wirklich nicht mein Problem. Können wir hier einfach so runter oder müssen wir irgendwo anders durch? Solange ich nichts damit zu tun. Ich glaube, so einfach runter kommen wir jetzt. Der letzte Scheiß. Ich glaube, wir müssen von hier so runterspringen. So, wenn wir jetzt hier an denen hier vorbeigehen. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Wir versuchen es mal so. Das geht dich an Dreck an. Ich denke nicht. Weg! Steck die noch einmal und du kannst was erleben. Okay. Haben wir jetzt mal versucht. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Doch, 100 Erz. Okay, wir laden nochmal neu. Okay, dann müssen wir das halt so machen mit dem Bestechen. Ja, das wäre so schön gewesen, hätte das so funktioniert. Aber okay, Überzeugungskunst ist noch nicht so gut. Also vor allem auch, wir sind ja zu zweit. Wo ist unser Dusty hin? Wahrscheinlich hast du recht. Der letzte Scheiß. Wo ist Dusty? Kommt Dusty? Dusty? Jetzt suche ich mal Dusty. Wo ist er denn? Das ist wirklich nicht mein Problem. Kann schon sein. Kommt er nicht so einfach hinterher? Der muss schon nah an mir sein, wahrscheinlich. Manche lernen eben gar nichts. Okay, dann holen wir mal Dusty wieder. Wudler. Ja, wo ist das die hin? Ach, da unten! Ich halte mich da lieber raus. Okay, also. Lass uns lieber über was anderes reden. Ja, komm. Nein! Ah, verdammt! Nochmal laden. Das haben wir jetzt nicht überlebt. Okay. Das hier ist aber hinter uns. Ich versuch's noch einmal. Dann habe ich jetzt eine Idee, wenn wir hier runterspringen. Immer wieder dieselbe Leier. So. So, kommt das die? Nimmt er den langen Weg? Der nimmt wahrscheinlich den langen Weg, ja. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund okay, hier hingehen? So, hier. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Alles klar. Sind wir jetzt unsere 100 Erz los, aber die kriegen wir doch wahrscheinlich noch wieder. So, wo sind sie denn? Wir haben nur noch 32. Dusty. Dusty. Wo ist er denn jetzt? Steckt er jetzt da oben? Ich wollte schon sagen. Dusty, komm. Boah, die Wegfindung von dem. Dusty? Hier entlang. Hierher. Komm, Dusty. Ich hoffe, ich muss dem jetzt nicht normal zahlen. Ja, okay. Diesmal ist er hinter uns. So.
So, dann gehen wir wieder den ganz normalen Weg hier hinten entlang. Genau. Zum Glück ist der Varan nicht mehr am Leben. Da bin ich jetzt gespannt, wie viele Erfahrungspunkte wir jetzt haben. Wir haben jetzt aber auch ordentlich an Quests erledigt. Ich merke auch gerade irgendwie die Kamera, die Facecam, die ist gerade oben auf OBS nicht ganz flüssig. Genau, die ruckelt ein bisschen. Ah, muss ich nachher nochmal schauen, vielleicht ist es, weil mein PC vorhin heiß gelaufen ist. Also wirklich schon bei 80 Grad und so weiter und der hat dann angefangen zu spinnen. Ah, an den wollen wir vorbei. Nicht, dass das dich hier jetzt stirbt. So, wo ist denn das die? Das die. Oh, wo ist er jetzt? Den muss ich ja aufpassen die ganze Zeit. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen, um ihn zu finden. Wo ist er denn? Komm, suchen wir den jetzt nochmal. Ist ja doof mit dem. Der stellt sich aber auch doof an. Wo ist er hängen geblieben, ne? Hierher, Dusty, hierher. Komm her, Dusty, mein Junge. Komm her. Dusty. Hä? Wo hat er sich jetzt hingebackt? Oh, nicht, dass ich jetzt nochmal laden muss, weil er jetzt weg ist. War doch klar, dass das Ärger. Lass dich auf jemanden. Oh, nee, wo ist er hin? So, okay, wir suchen den mal. Vielleicht ist er auch einfach hier irgendwo festgebackt. Hier vielleicht? Okay, hier komme ich nicht so einfach durch. Ne, die haben wir komplett ausgeräumt. Na, jetzt gute Frage, wo das die hin ist. Ich gehe schon mal vielleicht in Richtung Sumpflager. Vielleicht ist er vorgelaufen oder hat einen anderen Weg genommen, dass ich ihn nur aus dem alten Lager rausführen sollte. Gehe ich mal von aus. Vielleicht finden wir den gleich nochmal. Also ich sehe ihn jetzt bisher nirgendwo. Da sind jetzt die Varane wieder. Nicht, dass wir ihn gleich da irgendwo tot sehen. Das wäre jetzt nicht so nice. Ja, egal, wir sehen ihn gleich mal im Sumpflager. Vielleicht ist er schon da. Der Weg jetzt zum Sumpflager ist ja eigentlich im Grunde nicht weit. Nur halt ein bisschen gefährlich wegen den Varanen da hinten und so. So, und einhändig müssen wir auch nachher lernen, sobald wir wieder 10 Erfahrungspunkte haben. Wie sieht das denn jetzt aktuell eigentlich aus?
Schlösser öffnen sind wir ausgebildet, Taschendiebe noch nicht. Einhänder ungeübt. Einhänder müssen wir definitiv lernen. Vielleicht können wir da auch den Meister erlernen. Ich weiß es nicht. So, dann wären wir schon mal da. Dann suchen wir mal den einen Dude. So. Wie hieß der andere, den wir hier... neue Seelen für die Bruderschaft. Der Butler Melvin hat sich der Bruderschaft angeschlossen. Sein Kumpel Dusty ist immer noch im alten Lager. So, was ist neu? Dusty warnte mich davor, das Haupttor im Norden zu benutzen. Die Wachen am hinteren Südtor sind angeblich empfänglicher für Bestechungen. Die Wache am hinteren Südtor hat sich tatsächlich bestechen lassen. Es hat einfach jeder seinen Preis. Ich konnte den Butler Dusty dazu überreden, mit mir ins Sumpflager der Bruderschaft zu gehen. Allerdings werde ich die Torwache mit etwas Erz zum Wegsehen bewegen müssen. Am besten bringe ich ihn gleich direkt zu Tundral. Ah, direkt zu Tundral, okay. So, gucken wir mal. Vielleicht ist das hier schon da. Ich weiß es nicht. Nicht, dass er jetzt wirklich mit mir da sein muss. Nee, das ist nicht der Weg. Hier lang muss ich. Dann suchen wir Tundral. Immer wieder dieselbe Leier. War doch irgendwo da hinten, glaube ich. Tundral. War das Tundral? Ne, das war Kader. Wo war Tundral nochmal? Irgendwo hier, oder? Ist das Tundral? Nee. Das ist irgendein Templer, hä? Wo bin ich hier? Noch ein Templer, hä? Gornairan. E. Ah, hier. Hier muss ich hin. Baltondral. Wo kann ich neue Leute für die Bruderschaft anwerben? Das alte Lager ist ein guter Ort dafür. Denn viele, die dort leben, sind der Angst und der Lügen überdrüssig. Sie müssen nur ein wenig unterstützt werden. Im neuen Lager wirst du wahrscheinlich weniger Glück haben. Die Männer, die dort leben, sind Barbaren. Wieso braucht er so dringend neue Leute? Der Schläfer hat unserem Meister offenbart, dass er eine wichtige Nachricht für uns hat. Aber er ist noch nicht zu seiner vollen Stärke erwacht. Und so braucht er unsere Kraft, um mit uns in Kontakt treten zu können. Deswegen bereiten wir eine große Anrufung vor. Und je mehr Männer daran teilnehmen, umso eher werden wir Erfolg haben. Wenn du mehr darüber erfahren willst, geh zum großen Platz vor dem Tempelberg. Aber störe nicht den Meister bei der Meditation. Okay, aber wo ist Dusty? Ich habe Dusty verloren. Alter, wenn ich jetzt das hier wirklich hinterher rennen muss, dann lade ich nochmal neu. So, dann gehen wir lieber unten rum. Und passen auf, dass er auch wirklich schön hinter uns bleibt. So, der ist noch hinter uns. Dann zahle ich halt die 100 Erz. Aber nicht, dass er mir verloren geht. Lass uns lieber über was anderes reden. So, das nicht? Damit zu tun habe. Echt, aber das war jetzt echt komisch, dass wir ihn verloren haben. Dusty, wo bist du?
Alter, das die. War doch klar, dass das er halt für mich ist. Kann schon sein, aber wen interessiert das? Ja. Die 100 Erz werden wir uns so oder so noch zurückholen, allesamt. Ich höre nicht mehr auf den Kopf. Ja, das Tier hier geblieben. Ach, genau. Dann bestecken wir den Dude. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? So. Hier wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. So. Das Tier hier geblieben? Ja. Das ist er. Der braucht aber auch gefühlt 1000 Jahre. Ich hoffe, wir verlieren den jetzt wirklich nicht. Nicht, dass er jetzt hier auch noch aus Versehen ins Wasser fällt oder so. Ist aber auch echt langsam. Und jedes Mal muss ich hier nach hinten schauen. Aufpassen, dass er nicht abhanden kommt. Lass die über diese Brücke, ja? Genau, folge mir. Über diese Brücke. Das schaffst du, ne? Das schaffst du. Okay. So nah am Wald, aber auch nicht zu nah, dass wir angegriffen werden. So, wo ist das die? Da hinterm Baum. So, gleich da hinten an dem Sand sind wieder die Barane. Die wollen wir aus dem Weg gehen, am besten. So, das die. Diese Eskorte von Dusty, die macht mich gerade aber echt fertig, dass wir wirklich hinter ihm herschauen müssen. So, aber vor ein paar Folgen waren ja wir diejenigen, die hier diesen Weg hier gebracht werden mussten und verteidigt werden mussten. Und jetzt sind wir diejenigen, die hier die Leute dahin führen. So, dann auch zu Thorndal. Ist ja nicht mehr weit. Da ist die Vorsicht, links sind Warane. Nicht in die Warane reinrennen, ja? Das überlebst du nicht. Jetzt hänge ich hier fest. So. Ah, okay. Keine Ahnung, was da für ein Bug ist oder so, oder für eine Alpha-Wand. Aber da kommt man irgendwie nie wirklich weiter. So. Wie sieht's aus, Dusty? Du bist noch da. Okay, dann haben wir es jetzt gleich. So. Dusty? Ach nein. Wo ist Dusty schon wieder hin? Habe ich ihn jetzt aus den Augen verloren, oder wie? Aber bitte ist er nicht da runtergefallen. Ah, das die. Boah, mach mir keinen Schrecken, wirklich. Ja, das die. Immer schön mir hinterher. Wir machen hier ein Safe Game, solange er da ist. Können wir hier laden. Für den Fall sollte er wieder verschwinden. Ach, das die. Kommt das die hier hoch?
schaffe das irgendwie. Wie blöd kann man manchmal sein? So, das die. So, langsam hinterher, ja? Das schafft du wohl, oder? Ja, das die. Genau, hier entlang. Verlass dich auf niemanden, du bist verlassen. Und dann hier entlang, das die. Immer spüren mir nach. Schön langsam. Nicht aus Versehen irgendwo falsch abbiegen. Oder springen. Könnte gefährlich werden. So, dann hier lang. Bin ich hier überhaupt richtig? Ne. Hier bin ich jetzt falsch abgebogen. Ne? Aber egal, wir können auch hier rum. Gehe ich mal von aus. Wir sind hier falsch abgebogen, aber es ist in Ordnung. Solange das sich hier nicht runterfällt oder runterspringt. Wenn, dann hoffe ich auf die linke Seite. Aber hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Sie ist noch da. Myras und wie heißt der andere? Novize. Hier in dem Bereich vom Lager waren wir auch noch nicht. Ja? So, jetzt können wir ein bisschen schneller. Und wir haben hier Val Orum. Okay, hier müssen wir auch nochmal hin. Da ist falsch. Ich glaube, hier sind wir komplett falsch. Das die. Okay, gehen wir hier mal geradeaus durch. Ah, hier genau. Hier müssen wir hin. Das die ist da. Hier geht's aber, glaube ich, raus, oder? Hä? Einmal falsch abgebogen, schon finden wir gar nicht mehr wohin. Super. Ich habe Talente, ich habe Skill. So. Vielleicht hier. Ah, Gornagran, da sind wir wieder. Wo ist das hier schon wieder? Dass die. Hängt er da unten fest? Komm, dass die hier lang, ja? Genau, hier, ja. Das schaffst du wohl, oder? Sind wir jetzt da. Ach nein. So kurz vorm Ziel. Ich wollte schon sagen. Scheiße. Boah. Das die macht einen Angst. Das die. Wo kann ich Leute für die Bruderschaft anwerben? Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden.
Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Okay, nice. Dann gehen wir jetzt mal zu Cor Kalom. Vorausgesetzt, ich finde den. Wohl müsste ja hier sein. Dann nerv ihn noch einmal mit einem Baal. Ich dachte, das wäre schon lange getan. So. Ich muss aber, glaube ich, wirklich mich jedem hier anschließen. Ich höre. Denn ich glaube nicht, dass wir hier der namenlose Held wirklich mit Überzeugung hier allen drei beitreten. Was willst du? Dich nerven. Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens 4 der Baals dich für würdig erachten. Okay, da haben wir noch 2 vor uns. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Den nervt man gerne. Okay. Welcher Baal fehlt? Also welche 2 Baals fehlen noch? Noch ein bisschen. So. Ja, wir hatten meinst. Ja noch einen gefunden gehabt, gesehen gehabt. Wo war denn der nochmal? Auch da hinten irgendwo. Gornadrak. So, machen wir so. Jo. So geht er auch. Und am Tempel haben wir ja auch noch. Was ist jetzt mit Dusty? So. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Jo, alles klar, wir sind eigentlich mit Dusty fertig. So, wenn wir melden finden, haben wir bestimmt auch noch da ein interessantes Gespräch, dass wir Dusty hierher gebracht haben. So, wo war jetzt eigentlich der andere Baal? Den neuen Baal, den wir gefunden hatten. Gornaran haben. Ich glaube, Gorna ist eine Art Rang, eine Art Titel oder sowas. Hier irgendwo war das, oder? So, genau hier. Novize, noch hier Baal Orun. Hi, ich bin neu hier. Okay. Baal Orun. Wie kann ich Baal Orun hier überzeugen? Quatsch mal mit Nyras. Hi, ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Nun, die Guru sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu erschöpft, um immer zu allen zu reden. Aber an manchen Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu uns und offenbart uns die heiligen Worte des Schläfers. Und was sagt er so? Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger wie du nichts. Hätten wir vielleicht die andere Antwort nehmen sollen? So, okay, dann wahrscheinlich. Baal Orun wissen wir nicht, wie wir ihn überzeugen können. Oder? Gibt's da irgendwie noch Infos? Aufnahmen Sumpflager.
So. Lord Kalom nimmt mich als Noviz in die Bruderschaft auf, wenn ich mindestens 4 der Baals davon überzeugen kann, für mich zu sprechen. So, um Baal-Kadar zu beeindrucken, muss ich auf einen seiner Zuhörer einen Schlafzauber legen. Genau. Lester Schauspieler hat funktioniert. Baal-Namit hat mit mir gesprochen und ist überzeugt, dass ich nun ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Ich soll nun den Guru Kor Kalom in sein Alchemielabor aufsuchen. Baal Tondra hält mich für würdig, die Robe eines Novizen zu tragen. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht finden wir noch einen anderen Baal. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Baals hier gibt. Ja, weiß ich jetzt noch, nur noch von 2 weiteren. So, Joru. Und da hinten halt einen. Früher wäre das ganz... Boah, gar kein Schimmer. Baal Tyon. Tyon war doch der mit dem Schlafzauber, oder? So. Wo war denn das? Muss ich jetzt eben kurz suchen. Um Baal Kadar zu beantworten, muss ich auf einen seiner Zuhörer ein. Ach, Baal Kadar. Ach so. Was mit denen? Baal Kadar, genau. Okay. Und das ist ein anderer Baal. Also 3 Baals haben wir noch vor uns. Ich den überzeugen soll, keine Ahnung. Gibt es hier aber irgendjemanden mit einem Namen, den ich wegen dem Baal hier anquatschen kann? Manche lernen eben gar nichts dazu. Früher wäre das ganz anders. So, irgendjemanden Namen. Hier hat keiner einen Namen. Aber Baal Kadar wissen wir ja, wo der ist. Hat der einen Namen oder heißt er einfach Templer? Der heißt Templer. Ja, egal, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal noch einen weiteren Baal hier zu überzeugen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.